Was unterscheidet Leitungswasser von Wasser aus Flaschen? Beides ist Trinkwasser, aber es kann große Unterschiede in der Zusammensetzung geben, beispielsweise bei Mineralstoffen und Kohlensäuregehalt. Doch was ist Trinkwasser überhaupt? Hier in Jena wurde es erfunden. August Gärtner, auch bekannt als Kanal August, kam 1886 als Professor an die Universität Jena. Der Schüler von Robert Koch gründete den Lehrstuhl für Hygiene und Bakteriologie, organisierte die Seuchen- und Hygienepolitik ganz Thüringens und führte erstmals Hygienestandards in einer öffentlichen Wasserversorgungsanlage ein. Er legte fest, welche Eigenschaften Wasser haben muss, welches zum Trinken bestimmt ist. Ist es beispielsweise klar? Riecht es gut? Ist es frei von Verfärbungen und Krankheitserregern? Diese und andere Kriterien musste Wasser erfüllen, um Trinkwasser zu sein. Wir am Lehrstuhl für Technische Umweltchemie in Jena arbeiten daran, die Kriterien für Reinheit von Wasser zu erweitern und auch die Reinigungsverfahren für Wasser zu verbessern in einem neuen Wasser-Innovationscluster. Ein aktuell großes Problem sind beispielsweise Rückstände aus Kosmetikprodukten, Medikamenten und Pflanzenschutzmitteln, die ins Wasser gelangen, sogenannte Mikroschadstoffe. Wir können sie messen und wir entwickeln Verfahren, um sie zu entfernen. Unser Ziel ist es, dass diese Schadstoffe gar nicht erst in die Umwelt und damit in unser Trinkwasser gelangen. Heute wird Leitungswasser flächendeckend und ständig überwacht von Wasserwerken und den Gesundheitsämtern. Flaschenwasser dagegen kann nur stichprobenartig kontrolliert werden. Und seine Qualität hängt stark davon ab, wie das Wasser gelagert wurde und welche Gefäße dazu verwendet wurden. Wird Wasser beispielsweise in Plastikflaschen abgefüllt, die danach lange in der Sonne stehen, können Stoffe aus der Plastikflasche in das Wasser übergehen. Geruchs- und Schadstoffe reichern sich im Wasser an. Auch Bakterien können sich vermehren. Trinkwasser aus der Leitung dagegen ist weniger anfällig für Schadstoffe, weil es kühl und dunkel gehandhabt wird und ständig in Bewegung ist. Leitungswasser wird aber nicht nur besser kontrolliert und ist weniger anfällig für Schadstoffe, sondern auch der Transport fällt weg. Es kommt direkt zu uns nach Hause. So müssen keine Glas- oder Plastikflaschen recycelt werden. Der Energie- und Ressourcenaufwand sinkt. Es ist unschlagbar kostengünstig und immer frisch. Es stimmt also, Leitungswasser ist in vielerlei Hinsicht die bessere Alternative. Trinken können wir beides. Aber gerade bei der Nachhaltigkeit hat das Leitungswasser die Nase vorn.